Auf der Oberfläche vieler Viren sitzen Fortsätze, die wie Stacheln oder Dornen aussehen. Darunter ist oft eine Hülle, die das Erbgut umschließt. Die genetischen Informationen liegen auf der Doppelhelix der DNA, bei sogenannten RNA-Viren auf der meist einzelsträngigen RNA. Bei den RNA-Viren findet man insbesondere viele Viren, die den Menschen gefährlich werden können. Also Ebola zum Beispiel würde zu den RNA-Viren gehören, Lassa-Virus würde zu den RNA-Viren gehören. Andere hämorrhagische Fieberviren, also Fieberviren, die Blutung verursachen können, wie zum Beispiel das Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber, sind auch RNA-Viren. Dengue-Virus zum Beispiel, was man vielleicht noch kennt, wenn man in Asien unterwegs ist, was man sich da holen kann, ist ein RNA-Virus. Gelbfieber-Virus ist ein RNA-Virus, also da gibt es schon einige. Auch das Coronavirus ist ein RNA-Virus. Eine RNA ist fast immer einzelsträngig und chemisch anfälliger als eine DNA. Dadurch entstehen häufiger Fehler beim Kopieren. Das Virus mutiert. Das menschliche Immunsystem reagiert darauf nur langsam und die Impfstoffentwicklung ist schwieriger. Auf der Oberfläche vieler Viren sitzen Fortsätze, die wie Stacheln oder Dornen aussehen. Darunter ist oft eine Hülle, die das Erbgut umschließt. Die genetischen Informationen liegen auf der Doppelhelix der DNA, bei sogenannten RNA-Viren auf der meist einzelsträngigen RNA. Bei den RNA-Viren findet man insbesondere viele Viren, die den Menschen gefährlich werden können. Also Ebola zum Beispiel würde zu den RNA-Viren gehören, Lassa-Virus würde zu den RNA-Viren gehören. Andere hämorrhagische Fieberviren, also Fieberviren, die Blutung verursachen können, wie zum Beispiel das Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber, sind auch RNA-Viren. Dengue-Virus zum Beispiel, was man vielleicht noch kennt, wenn man in Asien unterwegs ist, was man sich da holen kann, ist ein RNA-Virus. Gelbfieber-Virus ist ein RNA-Virus, also da gibt es schon einige. Auch das Coronavirus ist ein RNA-Virus. Eine RNA ist fast immer einzelsträngig und chemisch anfälliger als eine DNA. Dadurch entstehen häufiger Fehler beim Kopieren. Das Virus mutiert. Das menschliche Immunsystem reagiert darauf nur langsam und die Impfstoffentwicklung ist schwieriger. Auf der Oberfläche vieler Viren sitzen Fortsätze, die wie Stacheln oder Dornen aussehen. Darunter ist oft eine Hülle, die das Erbgut umschließt. Die genetischen Informationen liegen auf der Doppelhelix der DNA, bei sogenannten RNA-Viren auf der meist einzelsträngigen RNA. Bei den RNA-Viren findet man insbesondere viele Viren, die den Menschen gefährlich werden können. Also Ebola zum Beispiel würde zu den RNA-Viren gehören, Lassa-Virus würde zu den RNA-Viren gehören. Andere hämorrhagische Fieberviren, also Fieberviren, die Blutung verursachen können, wie zum Beispiel das Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber, sind auch RNA-Viren. Dengue-Virus zum Beispiel, was man vielleicht noch kennt, wenn man in Asien unterwegs ist, was man sich da holen kann, ist ein RNA-Virus. Gelbfieber-Virus ist ein RNA-Virus, also da gibt es schon einige. Auch das Coronavirus ist ein RNA-Virus. Eine RNA ist fast immer einzelsträngig und chemisch anfälliger als eine DNA. Dadurch entstehen häufiger Fehler beim Kopieren. Das Virus mutiert. Das menschliche Immunsystem reagiert darauf nur langsam und die Impfstoffentwicklung ist schwieriger.